Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Bam! Soll es in deinem Herzen und deinen Gedanken machen auf dem Weg zu Weihnachten. Und dazu schenke ich dir jeden Tag eine Frage und einen Engel. Die Fragen kommen aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel-Beilfuß. Fragen können wie Küsse schmecken. Und die Engel kommen aus dem Buch von Anselm Grün, 50 Engel für die Seele. Und heute will ich dich einmal fragen, in welchen Situationen bist du eigentlich munter wie ein Fisch im Wasser? Was für Situationen sind das? Was gelingt dir dann am besten, wenn du in einer solchen Situation bist, in einem solchen Gefühl? Und wie erfrischst du in solchen Situationen dann deine ganze Umgebung? Wie kriegen die das alle mit? In welchen Situationen bist du also munter wie ein Fisch im Wasser? Das ist die heutige Frage. Und den Engel, der dir dabei zur Seite stehen soll, ist der Engel des Lächelns. Der Engel des Lächelns, den wünsche ich dir heute. Ich wünsche dir den Engel des Lächelns, damit du mit dir selbst verständnisvoller und zärtlicher umgehst und damit du Menschen um dich anstecken kannst zu neuer Lebensfreude. Der Engel des Lächelns möge dich in Berührung bringen mit der Tiefe deiner Seele, in der du manches nicht mehr so wichtig nimmst, was um dich herum geschieht. Er möge dir zeigen, dass du wie die Engel schon jetzt an einer anderen Welt teilhast, die alles relativiert, was dir hier widerfährt. Und der Engel des Lächelns möge dich selbst zum Engel machen für viele, die in sich selbst verfangen sind. Der Engel wird zufrieden mit dir lächeln, wenn du ab und zu einem mürrischen und unzufriedenen Menschen zu einem Lächeln bewegen kannst. Also halte Ausschau heute nach mürrischen Menschen und schenke ihnen ein Lächeln. Lächle die Welt an und die Welt wird zurücklächeln. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einem neuen Türchen aus Mickys Adventskalender 2020. Ja! Yeah!